Spiel ist sehr gut auch für eigentlich jeden Besucher sichtbar. Unser Hauptquartier, unsere Biberfamilie, die sich hier bei uns in der Naturerlebnislandschaft aufhält, schon seit über anderthalb Jahrzehnten. Und dieser Bau ist ein ganz klassischer Mittelbau. In die Böschung eingegraben, dann irgendwann mal eingebrochen in der Decke und dann nach und nach mit Holz sehr geschickt, nicht wie es den Anschein macht, zusammengewürfeltes Totholz, sondern wirklich sehr gut konstruiert und verbaut als Überdachung. Und da hält sich im Prinzip die Biberfamilie hauptsächlich auf. Ja, abends so circa ab 20 Uhr kann man sich einfach mal ruhig aufs Gelände setzen und dann sieht man zurzeit schon so 5 bis manchmal auch 8 Biber. Und gerade um 20 Uhr sind sie noch nicht so ganz aktiv dabei, sich Futter zu suchen, sondern schwimmen einfach nur in den Teichen rum und begrüßen sich teilweise. Da kann man ganz schöne Situationen sehen. Diese Fläche hier kann man sehr gut sehen, was der Biber im Prinzip für einen Wert für eine Landschaft hat, dass er wirklich ein aktiver Landschaftsgestalter ist. Wir haben hier leider durch eine Wiedervernässung ein bisschen nachhelfen müssen, weil es bei uns nicht so möglich war. Normalerweise wäre das etwas, was ein Biber durch eine Stautätigkeit im Prinzip hier an Landschaft schafft. Der Weidenaufwuchs, der sich hier etabliert hat, den hat der Biber schon längst abgearbeitet. Gleichzeitig hat er wunderschöne Freiräume durch dauerhaftes Begehen geschaffen, die natürlich wiederum ideale Plätze für Amphibien sind. Und man hört auch wunderbar im Hintergrund die Rotbauchunke. Nebenbei, mal weg von der Amphibie, auch den Rohrschwirl. Also es ist wirklich ein Feuchtlebensraum geworden, den der Biber gestaltet hat und normalerweise auch grundsätzlich gestalten würde. Unser Biberdamm, auch in der Naturerlebnislandschaft zu finden, nicht ganz so einfach, vielleicht auch eine Aufgabe für den Besucher, sich hier auf den Weg zu machen und zu gucken, wo er denn sein könnte. Hier wurde schon eine Weile nicht mehr gearbeitet, aber das ist ganz klassisch und so entstehen im Prinzip nach hinten hinaus entgegen der Fließrichtung die Landschaften, die das ausmachen, was den Biber eigentlich ausmacht, den aktiven Landschaftsgestalter. Es ist eine große Fläche entstanden, die früher wesentlich kleiner war. Mittlerweile bietet sie sehr, sehr viel Platz für Wasservögel, die sich hier angesiedelt haben, auch als Brutpaare jetzt hier vorhanden sind und natürlich auch ein guter Platz für Amphibien und auch Fische. Ein Rückhalt, was zum Beispiel den Wasserablauf und den Durchfluss in der Landschaft bedeutet. Und das Einzige, was offensichtlich hier ein Indiz ist dafür, dass eine Weile nichts passiert ist, ist, ihm scheint der Wasserstand gerade zu reichen. Ansonsten hätte er schon längst eine neue Auflage geschaffen, um den Wasserstand auf der gegenüberliegenden Seite etwas zu heben.